Maniacs vs. Club Atlantis. Holy shit. Wir sind jetzt 55 Level drüber aktuell. Aber das heißt natürlich nichts. Wir sind in einer neuen Tour. Club Atlantis hat sich ein bisschen geändert, ne? Ja, wir sind jetzt in der Naiv-Tour bei den Vogelnherren. Ich glaube, Ragang heißt der. Ja. Beschwörung. Nee, irgendwas war verboten. Ah, okay. Kampfgeister sind verboten. Das heißt, das kann ich auswählen. Ich glaube, da steht irgendwas nur Beschwörung verboten. Alles klar. Das ist aber nicht das Problem. Wir haben zum Glück Souls. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt, dass wir auch die Souls nutzen. Ja. Machen den besten Angriff und hoffen auf keinen Fehlschlag. Ah, okay. So. Ein Werwolf wird so ein Wolf. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ja, die Farbe passt jetzt nicht ganz gut dazu, aber hey. Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, nicht so Art roten, oder? Gibt es den? Na egal, dann lassen wir das einfach so, wie es ist. Ist okay. Wunderbar. Spüre das Blut in meinen Auge dann. Spüre dies. Okay, falls ihr euch wundert am Anfang, steht da irgendwas mit Rang B. Liegt daran, dass ich schon mal in der Tour privat halt war, weil ich jemanden noch geholt habe und dementsprechend die Spiele schon gespielt habe. Deswegen ist auch schon was, ja, schon was bekommen, also an Items. Also bitte nicht wundern. Ich habe halt so weit gespielt, bis ich halt dementsprechend das Item gebraucht habe. Ich glaube, das war Silica Sand für den Ogre. Ja. Damit ich das Team schneller bereitgestellt habe. Wir haben jetzt noch zwei Touren, die wir tatsächlich noch absolvieren müssen. Ich würde sagen, wir gehen bei ihm hier auf Hydra. Da will ich auch noch ein anderes Vieh haben. Gibt es nicht auch eine andere Hydra? So eine blaue eigentlich? Na, ich guck mal. Deswegen, die blaue wäre natürlich viel besser, weil die halt auch von Typ Wind wäre. Ich muss mal schauen. Ich meine, es gab sowas. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Jetzt können wir mal Souls hier aktivieren. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, schauen wir mal. Habe ich ihm schon eine Soul gegeben? Das weiß ich gerade nicht. Was bin ich? Gucken wir einfach mal. Nein. Ja, falls jemand Ideen hat, was ich für ihn ein Soul gebe, entweder ein Wind, beziehungsweise, oder halt ein Feuer. Ich würde gerne eine Feuersoul, glaube ich, nehmen. Die ganz gut auf gut passt. Die ganz gut passt. So, zwei Tore schon. Der hat irgendwie nichts Großartiges gemacht, ne? Ich guck jetzt nochmal. Also es gibt... Ich muss jetzt nochmal in meinen wunderschönen Unterlagen reinschauen. Welche Touren ich jetzt komplett fertig habe. Die habe ich... Mache ich ja jetzt ein bisschen nach chronologisch hier so gesehen.
So, wir haben die Steve-Tour durch, wir haben die Medi-Tour durch, also die Amateur-Tour, die Roy-Diver-Tour von Judy, die überirdische Tour haben wir fertig. Wir haben von Tori die verlorene Supernova-Tour haben wir durch. Die haben wir auch durch. Die Schattentour vom Schatten haben wir auch durch. So, wir gehen diesmal aber auf Magma-Bögen. Ragan sind wir jetzt dabei in der Naiv-Tour. Winterseer noch zur Blut-Tour. Die beiden haben wir noch offen. Celia haben wir tatsächlich schon durch die Revolutionstour. Dr. Kryflix haben wir erst beim letzten Mal durchgeschafft, die Sturmtour. Und die Alien Galaxy Tour haben wir auch, glaube ich, durch. Oder? Ich muss nochmal nachgucken, weil wir da ja noch die. Wie hießen die? Ranger irgendwas? Die Fusion aus Urknall und Supernova. Die, glaube ich, kam da jetzt vor. Ich muss mal gucken, ob wir die Alien Tour komplett durch haben. So. Dann fehlt uns Geheimling 2, habe ich bereits ja schon eingelöst. Und zwar Funaki Tour, die verknüpfte Tour. Die Supernova. Die ist ja in Urknall ist Funaki ja schon so vorhanden. Da ist dann halt dementsprechend die Tori, die verknüpfte Tour. So, wir gehen auf Magma Teppich. Das ist nämlich der Umschwung. Deswegen, falls ihr Urknall spielt, passt das natürlich unten nicht, aber das habe ich schon mal irgendwo auch erwähnt jetzt auch. Also, das sind die beiden Touren, die halt dementsprechend nur ein kleines bisschen anders ist. Aber das war es auch schon. So, wir gehen auf Magma-Bögen nochmal. Das ist das Einzige, was wir gerade machen können. Dann haben wir Nelly, Verzweiflungstour. Dafür brauchen wir den Download, den Lagerschlüssel. Oh mein Gott, sorry. Das müsste die 99er-Tour sein. Dann haben wir Martin, Freundschaftstour. Da brauchen wir den geheimen Schlüssel oder geheimer Schlüssel. Auch Download. Und Silvia, Tour der Öhnen. Brauchen wir den Hüttenschlüssel. Also das heißt, ja, das sind die drei 99er-Touren. Die werden wir auch angehen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir haben 6 Touren noch vor uns. Holy shit. So viel haben wir noch. Das wird auf jeden Fall noch ein Heidenspaß. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das 14 Stück. Ja. Wir haben jetzt hier schon einen guten Rang 4. Und hier ist schon Rang 5, was geil ist. Wir gehen auf Magma-Sturz. Wunderbar. So. Dann können wir hier wieder Powerpulse nutzen. Ja, ich muss mir unbedingt diese Bücher besorgen. Ne? Mein Gott. Man hat so vieles zu tun. Ein Punkt. Das ist echt nicht mehr normal. Hier muss ich die Bücher besorgen. In Go 2 die Kampfgeistmünzen. In Go 1 die Kampfgeistmünzen. Holy shit. Da noch in diversen anderen Spielen muss ich da und da noch was machen. Na, ich muss mal gucken. Ich denke mal, die Bücher können wir auch als Streams, Farming-Streams machen. Ist ja kein Geheimnis. Gibt es in einer Tür, wo wir die alle bekommen können. Ja. So, wir haben schon in der ersten Halbzeit 5-0. Nice. So. Wir können jetzt einfach mal, weil wir es können, Ballistenbombe einsetzen. Weil ich würde gerne halt auch einige jetzt hier mal upgraden bis zum Ende.
Ja, Nymphenflosse muss ich auf jeden Fall auch mal weiter leveln. Will ich schon gerne behalten. Dann haben wir noch einen Kettenschuss. Ja, da gehen wir auf Hyperhacke. Das weiter ausleveln. Da kommt der erste Block. Da kommt der nächste Kettenschuss. Omni finde ich da. Let's go. So, plus 4 Omni-Vernichter. Abgeschwächt. Aber nicht so viel. Ah, die haben viele Blocker. Die haben viele Blocker. Ja. In der Beschreibung findet ihr auch sämtliche Informationen. Er macht gar nichts, das heißt, das Tor ist unser. Wunderbar. Erste Halbzeit haben wir schon 6 Tore geschossen. Unglaublich, aber. Ja, unser Team wird so langsam zu 99, ne? Das heißt, wir können. Deswegen habe ich ja jetzt die anderen hier aktuell drin, damit wir dort auch die Sachen leveln. Und mein Akku geht langsam leer. Also schnell Strom anschließen. Hoho. So. Hier brauchen wir, hier haben wir eigentlich auch schon so gut wie alles gelernt, bis auf Strafe des Himmels. Ja, Eisblocklauf, ewiger Eiswind. Das passt eigentlich so weit. Wir könnten Amarell, unendliche Hand noch ein bisschen leveln. Komm, wir machen das einfach mal. Wir packen ihn da wieder rein. Was haben wir eigentlich bei. Was habe ich denn bei ihm eigentlich für eine Soul gegeben? Kann ich direkt das mal nachschauen? So. Fesseln. Auch noch nichts. Ich glaube, da werde ich mir für. Muss ich mal gucken, ob ich noch eine noch so ein habe, so ein Baum. Gibt's doch so diese komischen, nee, diese Elefantenbäume oder was doch immer das ist. Dann würde ich sagen, den haben wir auch noch nicht. Hier haben wir den Büffel. Ja. Hier haben wir auch noch nichts. Also okay, ich muss mir auf jeden Fall noch ein paar Souls besorgen. Okay, okay, okay. Hier haben wir das. Das passt absolut nicht. Dann haben wir das hier. Da passt zwar auch nicht so wirklich. Also von den Farbgebungen passt das schon ganz gut, ne? Diese Echse und das da. So, Antilope. Ich würde sagen, wir nehmen die Antilope. Okay. Ich muss auf jeden Fall auch noch Souls besorgen. Ja, wunderbar. Ich muss mal gucken, was ich noch ein Pedo habe. Genau, ihn wollte ich doch das von Osbrook geben, ne? Wieso habe ich das noch nicht getan? Ihn wollte ich auf jeden Fall diesem komischen Tentakelvieh geben. So viel weiß ich noch. Spezialtaktik, macht ihr mal ruhig. Oh, Salto-Staffel. Alles okay. Habe ich eigentlich schon alle gemaximiert? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Oh, können gerade gar nichts machen. Oh! Hillman Miximorph! Wem ist er denn gemiximorpht? Habt ihr es gerade gesehen? Old Hillman! Miximorph! Wie sah der denn jetzt bitte aus? Wo gibt es Old Hillman? Sehr interessant. So, macht er mal. Hey, macht er überhaupt irgendwas heute? Hat er überhaupt was gemacht? Irgendwie an einer Spezialattacke? Ich glaube nicht. Ihren Urknall werde ich hier halt dementsprechend auch wieder Auswechselspieler nehmen. Also. Wenn wir da das Spiel durchgespielt haben.
werden die Touren ebenfalls mit den Auswechselspielern benutzt. Und das wird witzig. Also da haben wir eine gute Mischung aus Mensch und Alien auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt die anderen... Ja, ich muss mal recherchieren, aber eigentlich haben wir auch meistens Auswechselspieler. Also alle aus den Turnieren. So. Was können wir jetzt hier mit Cubic mal mit Kupferdrache? Müssen wir auch mal leveln. Hat ich nicht alles machen müssen, ne? Das ist unglaublich. So, ihn müssen wir auch noch leveln. Eigentlich müsste ich ihm rot machen, ne? Weil wegen Feuer. Aber irgendwie finde ich ihn blau ziemlich nice. Also ihn in einen Wassertyp wäre aber auch nicht verkehrt. Ich muss mal gucken. Ich muss ihn vielleicht mal in einen roten umpacken. Wäre jetzt auch nicht verkehrt. Also Dudley könnte ich mir ganz gut vorstellen mit den ganzen Wasser-Types Sachen wie Wasserfall und so. Aber wir haben zu wenig Feuerspieler, deswegen Feuernutzerspieler. Deswegen hab ich den... Oh, Overhead. Den einen oder anderen tatsächlich umgebaut in Feuer. Obwohl die nicht ihr Hauptelement Feuer ist, aber das ist so gesehen mir egal. So, dann würde ich sagen, holen wir mal die Eule. Was kommt da heraus? Ah, das ist doch hier diese Hyänenvieh, ne? Von diesen Brüdern, meine ich. So, hier haben wir Gesteinshammer noch. Ist auch noch nicht ausgelevelt. Ein Plus fehlt noch. Zack. Ja, also das sollten wir safe gewinnen. So, Einsatz ist Ende. Habe ich ihn eigentlich noch Schattenspeer dabei? Ich bin gerade unsicher. Ah, nee, ich wollte eigentlich was einsetzen. Sorry. So, kannst du mal drauf? Ja, unendliche Hand. Oh nein. So, 1400. Und ein Level Up. Nice. So, und Wolfsgeul. Ja, das wurde sich ja mal gewünscht, dass er Wolfsgeul bekommt. Naja. Das lassen wir einfach mal so stehen. So, Grausgranate. Jetzt go. Dann haben wir noch Nymphenschuss. Beziehungsweise Nymphenflosse. Zack. Da haben wir den ersten Block. Da haben wir nochmal einen Kettenschuss. Wir gehen auf seinen Signature Move hier. Da kommt wieder Hillman. Dschungelsprung. Oh, er ist der Captain. Er ist der Captain. Oh, wir können nichts mehr machen mit ihm. Übernachtungsfestung. Alles klar. Ich weiß gar nicht. Fehlt mir noch irgendwas in Achievements mit der Kette? Vermutlich. Vermutlich. Wunderbar. Ein 7:0 gegen Atlantis. Sehr nice.
Ich guck gleich nochmal wegen den Souls. Wenn nicht, dann packe ich jetzt erstmal irgendwas drauf. Ich glaube, mir fehlen noch so viele Souls. Meine ich. Ich weiß auch gar nicht, wer alles noch Souls besitzt. Die kriegen gar nichts. So, Osrock ist fast 99. Fehlt nicht mehr viel. Nächstes Spiel ist er 99. Und dann fehlt nur noch Vulpin. Und dann passt das. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.